Ich lese das Solinger Tageblatt von Donnerstag, 28. November 2019. Das ist diese Zeitung. Und auf dem Titel heißt es, EU-Parlament stimmt von der Leyens Kandidaten zu. Das ist der Artikel hier. EU-Parlament stimmte von der Leyens Kandidaten zu, Straßburg. Die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen hat die letzte Hürde genommen und geht am Sonntag an den Start. Ziel sein für alle spürbarer Wandel der EU in den nächsten 5 Jahren, kündigte von der Leyen an. Bevor das Europaparlament ihr Team am Mittwoch mit breiter Mehrheit billigte. Die CDU-Politikerin zeigte sich hochzufrieden und sprach von einem Vertrauensvotum. Auf ihr lasten aber auch enorme Erwartungen, nicht nur des Parlaments, sondern auch der Wirtschaft, von Klimaschützern und Sozialverbänden. Erstmals seit mehr als 50 Jahren stellt nun Deutschland wieder die Spitze der Brüsseler Exekutive und zum ersten Mal übernimmt eine Frau den EU-Chefposten. Von der Leyens Team aus 26 Kommissaren erhielt bei der Schlussabstimmung im Parlament am Mittwoch von 707 abgegebenen Stimmen 461. 157 Abgeordnete stimmten dagegen, 89 enthielten sich. DPA. Tschüss.